Richtige und es schließt sich an in der Aussprache Frau Kollegin Wiener für die Fraktion der Grünen Freie Europäische Allianz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Kommissar Wojciechowski, ich freue mich, dass wir heute über Farm to Fork reden, denn das ist wichtig. Wir wissen, wir haben so immense Probleme, sonst würden wir hier alle gar nicht da sitzen. Es ist eine historische Chance, diese Strategie und die GAP nachhaltiger zu machen, klimafreundlicher zu machen, endlich die Bekämpfung der Zusammenbruchs von Ökosystemen zu befördern, das Tierwohl in den Mittelpunkt zu rücken, sowie die Tiergesundheit und die Bodengesundheit. Das sind Themen, warum wir alle da sind. Und die Wissenschaft fordert uns dazu auf und die Bevölkerung fordert uns dazu auf. Es ist vielleicht die letzte Chance, die GAP wirklich zu reformieren. Natürlich haben die Bauern Angst, ja, aber in einer Wagenburg-Mentalität sich zu verschanzen und zu sagen, was ist mit uns und nicht Teil der Lösung zu sein und innovativ und mutig, keine Angst vor Veränderungen zu haben, das wird uns nicht weiterbringen. Wir können uns nicht verschanzen und sagen, so haben wir es immer gemacht, so ist es gut. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Wir stehen auf einem Abgrund. Wir müssen uns ändern. Und da müssen wir nicht nur die Bauern in den Fokus nehmen, die nämlich mit dem Rücken zur Wand stehen und gerade sich selber abschaffen, sondern wir brauchen wieder die Würde des Bauerns. Wir brauchen ein Selbstbewusstsein. Ich möchte keine Unterstützung. Ich möchte Hilfe zur Transformation. Ich möchte Hilfe zu meiner eigenen Würde, zu fairen Lebensmittelpreisen, dass mein Beruf wieder geehrt wird und dass ich unabhängig von Subventionen davon leben kann. Deswegen muss die GAP reformiert werden. Und nun habe ich eine Frage, Herr Wojciechowski. Die Rechtsprechung des EU-Gerichtshofs C409/13 Absatz 74 zeigt, dass die Kommission das Recht hat, ihren eigenen Legislaturvorschlag während des Mitgliedsentscheidsverfahrens anzupassen, bis der Rat die endgültige Entscheidung getroffen hat. Beabsichtigen Sie, dieses wesentliche Element der GAP, diese Möglichkeit zu nutzen, um die GAP-Entwürfe mit ihren Ambitionen im Rahmen des Green Deal im Einklang zu bringen? Das muss passieren.